den Hallen der goldenen Stadt, habe die Zeitalter überdauert. Dümmer, Altvordere, ich flehe euch an. Wenn es euch gibt, wenn ihr je existiert habt, steht mir bei. Solas? Die Kugel. Korypheus ist tot. Nur das ist wichtig. Aber so viel ging verloren. Inquisitor, ihr lebt! Dann ist es vorbei? Wunderbar. Und der Himmel ist geheilt. Heil! Ganz! Das ist alles, was geblieben ist. Sieht so aus. Was machen wir jetzt? Wir kehren zur Himmelsfeste zurück. Ein Wort, my lady. Meine Leute konnten keine Spur von Solas finden. Er ist einfach verschwunden. Wenn er nicht gefunden werden will, können wir vermutlich nichts dagegen tun. Ich werde dennoch weiter die Augen nach ihm offen halten. Warum sollte er einfach gehen? Es muss irgendetwas vorgefallen sein. Ihr sagtet doch, er sei wegen der Kugel verärgert gewesen. Ja, aber das kann unmöglich der einzige Grund sein.
Nun, da Korypheus besiegt ist, haben wir einen Moment, um innezuhalten und zu feiern. Anschließend werdet ihr ziemlich beschäftigt sein. Sämtliche Adlige in Südcedas brennen darauf, sich mit euch zu treffen. Der Kampf ist vorbei. Warum sollten sie sich jetzt noch mit mir treffen wollen? Das meint ihr nicht ernst, oder? Sie wollen sich im Glanz eures Sieges sonnen. Sie hoffen, dass ein Teil davon auch auf sie abfärbt. Jeder weiß, dass euch Kaiserin Selene ihr Leben schuldet. Und ihren Thron. Es gibt noch immer tausende von Problemen. Und man wird euch zu jedem Einzelnen nach eurer Meinung fragen. Ob ihr sie nun äußern wollt oder nicht. Ach, jetzt stehen sie also plötzlich Schlange, um sich mit mir zu treffen. So ist eben der Lauf der Dinge. Bisher wart ihr nur ein Emporkömmling. Und dann auch noch ausgerechnet eine Magierin, die einen Haufen Rebellen und Ketzer anführte. Solange sich Korypheus nicht zeigte, konnten sie nicht erkennen, welche Kraft hinter all dem Chaos steckte. Doch als er es tat, wussten sie es. Ein Magister und ein Wesen der dunklen Brut in einem. Er war das ultimative Böse. Nun jedoch seid ihr die einzige Macht, die noch existiert. Genießt den Abend, solange ihr noch könnt, Inquisitor. Bilde ich mir das nur ein, oder können wir kurz durchatmen? Ich kann es kaum glauben. Das Konklave, Haven, das scheint alles ewig her zu sein. Ihr solltet die Geschichten hören, die sich die Männer in der Kaserne erzählen. Den Stolz in ihren Stimmen. Einige der Soldaten wollen in ihre Heimat zurück. Aber viele von ihnen werden uns die Treue halten. Ihr seid der Beweis, dass die Inquisition etwas bewirkt hat. Und das werden wir auch in Zukunft tun. Unsere Soldaten haben euch vertraut, Cullen. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Es war mir eine Ehre. Wirklich. Ihr solltet euch und das Volk mischen. Ich bin sicher, alle wollen mit euch reden. Genießt das Fest, Inquisitor. Mann, Dämonen, Drachen, ein riesiges Windarschloch auf einem riesigen magischen Felsen. Mit euch wird's echt nicht langweilig, Boss. Schöne Sache. Was war daran schön, Bulle? Wir haben alle überlebt. Und das Kirchenvolk kehrt mit Schaufel und Besen die Überreste von Korypheus zusammen. Es ist schon verrückt. Ich kam auf Befehl der Ben Hasrat zur Inquisition und bin geblieben, weil Korypheus ein Arschloch war. Jetzt, wo er tot ist, habe ich keine Befehle mehr. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich gehen, wohin ich will. Und, wohin soll's gehen? Wenn es euch egal ist, ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl. Egal. Heute gehe ich jedenfalls nur dorthin, wo es was zu trinken gibt. Darauf, dass wir noch leben und die bösen Jungs nicht. Haha! Amma! Der ganze Pomp und die Zeremonien. Nichts von all dem ist schöner, als diesen Bastard Korypheus brennen zu sehen. Egal, was jetzt mit mir geschieht. Ich kann sagen, ich war dabei. Ich habe geholfen, ihn zu Fall zu bringen. Und ihr habt überlebt, um eure Geschichte zu erzählen. Also, nun, da ihr die Welt gerettet habt, wie geht es jetzt weiter? Hofft ihr, dass ihr die alte Ordnung wiederherstellen könnt? Das wird ein gewaltiges Unterfangen. Wenn dieser Aufgabe jemand gewachsen ist, dann ihr. Solltet ihr jemals meine Hilfe brauchen, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Ich werde bereit sein. Ich spiele mit dem Gedanken, ein Buch über das alles hier zu schreiben. Eine echt verrückte Scheiße. Die Geschichte von Inquisitor Trevelyan. Wie fändet ihr das? Ist nur ein Arbeitstitel. Ich bin froh, dass ihr beschlossen habt, wieder zu schreiben. Tja, nichts ist sicher, solange es nicht gedruckt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Buch überhaupt schreiben sollte. Diese Geschichte glaubt mir doch sowieso niemand. Außerdem werde ich alle Hände voll mit dem Wiederaufbau zu tun haben, wenn ich in die freien Marschen zurückkehre. Ihr solltet das Buch schreiben. Ich werde sehen, was ich tun kann, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber eine Weile bleibe ich euch noch erhalten. Wir müssen noch mindestens eine Partie Sündenfall spielen, bevor ich abreise.
Löckchen muss schließlich einen Teil seiner Würde zurückgewinnen. Ich konnte nicht mit euch kommen. Er hätte mich gebunden, gebrochen, ein Monster aus mir gemacht. Aber nun ist er tot. Also bin ich sicher. Freut mich, das zu hören. Was kommt als nächstes? Wohin gehen wir? Heute Nacht erinnern wir die Welt und uns selbst erst einmal daran, dass wir noch leben. Ja. Dank euch. Danke, dass ich bleiben darf. Jetzt wird gefeiert, was? Ein bisschen Spaß für die Rettung der Welt. Das ist das Mindeste, was Andrastes Herold dafür verdient, dass alles wieder normal ist. Wenngleich nichts mehr ist, wie es war. Ich meine, waren das alles wir oder sie oder am Ende doch er? Ich war nämlich dabei und weiß immer noch nicht, was richtig ist. Was denkt ihr, Sarah? Wie ihr schon sagtet, ihr wart dabei. Ich denke, ihr schient euch die ganze Zeit ziemlich sicher zu sein mit dieser Erbauersache. Ich schätze, inzwischen seid ihr euch ganz sicher. Wie es aussieht, habt ihr alles richtig gemacht. Naja, fast alles. Aber es gibt immer noch einiges zu tun, oder? Ich hab's nämlich nicht eilig, nach Valroyo zurückzukehren. Da war ich nämlich schon. Wäre es in Ordnung, wenn ich bleibe? Wozu auch immer. Fühlt euch hier wie zu Hause. Scheiße, ich fang gleich an zu heulen. Egal, Schluss damit. Ist das hier ein Fest oder was? Trinken wir auf den Sieg. Wir sind verdammte Helden, Inquisitor. Wir alle. Als ich heute Morgen durch die Halle ging, sah mich ein Dienstmädchen und fing an zu kreischen. Ja, wirklich, sie hat vor lauter Kreischen ihre Wäsche fallen lassen. Schöne Sauerei. Sie war ganz außer sich. Ihr habt gegen diesen Unhold gekämpft, nicht wahr? Hat sie mich gefragt. Und bevor ich antworten konnte, hat sie mich umarmt. Sie hat mich umarmt. Das verdanke ich nur euch. Gebt es zu, ihr amüsiert euch prächtig. Diese Kameradschaft ist mir suspekt. All die Leute, die mich anlächeln, mir etwas zu trinken spendieren, das ist nicht normal. Allerdings habe ich nichts dagegen, der gute Teventeraner zu sein. Ich schätze, ihr könnt nicht alle miese Bastarde sein. Das hat der Schmied gesagt und mich bei unserem ersten Treffen bespuckt. Ich hoffe, Vater erfährt von der Sache. Der kackt sich vor Schreck garantiert in die Hosen. Ihr seid ein gutes Beispiel dafür, wie edel Teventer sein könnte. Für Südländer vielleicht. Zu Hause werden sie hinter ihren Fächern mit den Augen rollen. Und dabei werden sie die Bastarde, die wollten, dass Korypheus über uns alle herrscht, geflissentlich vergessen. Ich habe übrigens beschlossen, bei der Inquisition zu bleiben. Vorläufig. Wirklich? Teventer kann warten. Meine beste und einzige Freundin ist hier. Ach, ich hätte unsere Lieferanten nicht so kurzfristig wechseln sollen. Regt euch nicht auf, Josie. Alles ist bestens. Ist es nicht? Es tut mir leid. Nichts ist so, wie es sein sollte. Schmecken euch die Getränke? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ihr euch keine Pause gönnt, trifft euch noch der Schlag. Dann erspare ich mir wenigstens eine weitere Peinlichkeit. Was für ein Desaster. Der Sommelier kam zu spät, die Einladungen für unsere Gäste wären fast nicht fertig geworden und ach, es war wunderbar, sich auf ein kleines Bankett vorzubereiten, anstatt auf das Ende der Welt. Wisst ihr, worüber heute Abend alle reden? Das gemeine Volk ebenso wie Könige? Von uns! Ganz Thedas spricht vom Triumph der Inquisition. Ihr habt bei unserem Aufstieg keine unbedeutende Rolle gespielt. Ihr wart aber auch nicht schlecht, wenn ich mich recht erinnere. Wir werden keinen unserer Gefallenen vergessen, aber heute Nacht... Kaum zu glauben, dass es vorbei ist. Die Aufgabe schien unlösbar zu sein. Die Kirche besiegen, die Inquisition begründen, eine Kreatur auf dem Weg zur Göttlichkeit vernichten. Und doch stehen wir nun hier und feiern. Ich war mir auch nicht sicher, ob wir es schaffen. Ein bizarres Gefühl, als wären wir blindlings in eine verbotene Zukunft gestolpert. Besser als die Zukunft, die wir in Radcliffe gesehen haben. Viel besser. Ich habe Neuigkeiten vom Sequester. Ich glaube, die Kirche wird mich in Kürze zur Göttlichen erheben. Das wäre ohne eure Unterstützung und Freundschaft nicht möglich gewesen. Beides bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe, wir bleiben Freunde, wenn ihr erst einmal Göttliche seid.
Das würde mich sehr freuen. Ich erinnere mich noch an unser erstes Treffen. Und nun steht ihr hier. Die Auserwählte Andrastes. Angesehen und geschätzt in ganz Cedas. Und wir sind Freunde. Wie ist es dazu gekommen, frage ich mich. Jedenfalls bin ich froh, dass es so ist. Ihr seid eine großartige Frau und ich werde immer an eurer Seite stehen. Köstlich, nicht wahr? Josephine hat die Petit Four aus der Hauptstadt bringen lassen. Ich liebe kleine Törtchen. Und wie viele das sind. Welches soll ich zuerst kosten? Von den dunklen mit dem Goldstaub würde ich die Finger lassen. Die schmecken nach Pilzen und Anis. Eine fürchterliche Kombination, aber recht beliebt in Valroyo. Ich glaube, sie nennen sie exquisites Elend. Orlais, warum haben wir es gleich nochmal gerettet? Auf euch, Inquisitor. Auf alles, was ihr getan habt. Es gibt so viel zu tun, meine Liebe. Wir müssen einen neuen Großverzauberer wählen, aber viele Zirkel haben keine ersten Verzauberer, die sie zur Wahl schicken könnten. Es wird dauern, die zerstörte Geschichte wiederherzustellen. Und vielleicht ist es auch unmöglich, aber wir werden die Zirkel wieder einsetzen. Aber das kann warten. Gefällt euch die Feier? Josephine war bei der Organisation ganz in ihrem Element. Ich mache mir in erster Linie Gedanken um die Zukunft. Es ist immer weise, vorauszuplanen, meine Liebe. Aber ihr dürft euch nicht zu viele Gedanken machen. Mischt euch unter die Leute. Die Nacht ist noch jung. Es heißt, Corypheus sei aus seinem langen Schlaf erwacht und habe eine Welt vorgefunden, die aus den Fugen geraten war. Er kämpfte darum, die alten Zeiten voller Magie und Schatten zurückzubringen, sich selbst zum Gott zu erheben und die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Jetzt erinnert uns eine Narbe am Himmel an das, was beinahe gewesen wäre. Sie erzählt uns, dass ein gewaltiger Sieg über das Chaos errungen wurde, der jedoch die Welt für alle Zeiten veränderte. Betrachten wir das mächtige Reich von Orlais, in dem Kaiserin Selene weiterhin ihren goldenen Thron innehat. Der Bürgerkrieg ist beendet und der elfische Widerstand wurde niedergeschlagen. Es heißt jedoch, Gespard plane seine Rückkehr aus dem Exil. Wie lange wird es wohl dauern, bis die Kaiserin einen Fehler begeht und er erneut zu den Fahnen ruft? Diese Angst begleitet sie bei jedem Schritt. Glücklicherweise jedoch ist Selenes Dankbarkeit gegenüber der Inquisition ungebrochen. Einige finden, sie klammere sich zu sehr an dieses Bündnis. Andere allerdings wissen, dass es das Einzige ist, was sie vor einer Niederlage bewahrt. Die grauen Wächter des Südens bauen ihren Orden in den Monaten nach den Ereignissen in Adamant langsam wieder auf. Sie erklären die Zeit für gekommen, aus den Schatten zu treten und sich dem Rest der Menschheit im Kampf gegen ihre alten Feinde anzuschließen. Gerüchte kursieren, sie hätten die Bande zu ihren Anführern in Weißhaupt durchtrennt, woraufhin nun ein erbitterter Krieg zwischen ihnen tobe. Was aus Hawk wird, ist nicht bekannt. Ohne dies verstummen binnen kurzem jegliche Nachrichten aus Weißhaupt. Doch deutet diese plötzliche Stille auf Kämpfe in ihren eigenen Reihen hin? Oder auf etwas noch weitaus Schlimmeres. Einen Monat nach dem Sieg über Corypheus ernennt die Kirche Cassandra zu Justinias Nachfolgerin auf dem Sonnenthron. Als göttliche Victoria setzt sie augenblicklich Reformen um. Es gibt einen neuen Templerorden und einen neuen Zirkel der Magie. Die Sucher der Wahrheit werden wieder auf ihre ursprüngliche Bestimmung eingeschworen: dem Schutz der Unschuldigen. Die Kirche sichert der Inquisition offiziell ihre Unterstützung zu und würdigt damit den Einsatz, den sie zum Wohle von ganz Cedas gebracht hat. Trotz ihrer Beliebtheit finden einige, dass die Reformen der neuen Göttlichen zu weit gehen.
Eine neue Sekte entsteht, die eine Rückkehr zu den alten Zuständen fordert. Die Verhandlungen scheitern schon nach kurzer Zeit. Die neuen Sucher stellen ihren Wert unter Beweis, indem sie maßgeblich zur Zerschlagung dieser Sekte und der Wiederherstellung des Friedens beitragen. Die Magier der Inquisition, die früheren Abtrünnigen unter der Führung von Großverzauberin Fiona, haben die Wahl, wie ihre Zukunft aussehen soll. Letztendlich lehnen sie Cassandras Einladung, sich wieder dem Zirkel der Magi anzuschließen, ab und gründen mit dem Rat der Verzauberer einen neuen Orden. Der Rat, so sagen sie, wird es den Magiern im Süden erlauben, sich friedlich zu versammeln und nach neuen Lösungen für uralte Probleme zu suchen. Das Verhältnis zwischen dem Rat und dem Zirkel ist von Beginn an gespannt. Und einige fürchten, es könnte zwischen den Magiern sogar zum Krieg kommen. Was ist mit der Inquisition selbst? Ihr Einfluss ist in jeder Halle spürbar. Durch Diplomatie und den Austausch von Gefälligkeiten hat sie die Macht, ganze Königreiche erzittern zu lassen. Ich werde die Himmelfeste nun verlassen, in dem Wissen, dass ihre Macht noch weiter zunehmen wird. Der Inquisitor ist für viele ein Symbol, ein Sinnbild der sich ändernden Weltordnung. Für andere jedoch ist sie eine Zielscheibe. Sie lauern in den Schatten und warten, bis ihr Tag gekommen ist. Und wenn es soweit ist, muss die Inquisition dafür bereit sein.